Willkommen, liebe Zuschauer. Sie sehen nun eine Zusammenfassung der Informationsveranstaltung der Patientenakademie des Ameos Klinikums in Eifelt zum Thema hüftgelenksnahe Frakturen, Gelenkersatz und andere operative Verfahren. Referent ist Thorsten Bollhöfner, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie im Ameos Klinikum Eifelt. Thorsten Bollhöfner gibt zunächst einige wissenswerte Hintergrundinformationen. Es gibt aber trotzdem interessante und wissenswerte Informationen, und die will ich jetzt mal weitergeben. Und zwar haben wir jetzt mal wieder den Oberschenkelknochen hier. Oberschenkelknochen mit dem Rollhügel, groß und klein, hier dem Schenkelhals und hier dem eigentlichen Hüftkopf. Und man weiß, dass die alterstraumatologischen Erkrankungen, also die Verletzungen, die im Alter auftreten, ganz erheblich zunehmen. Das ist schon seit Jahren der Fall. Das hängt natürlich damit zusammen, die Leute werden älter, die Leute sind auch wesentlich aktiver als früher. Also schwerverletzte Patienten über 70 Jahre nehmen deutlich zu. Die hüftgelenknahen Oberschenkelbrüche, um die es ja hier geht, haben in den letzten 15 Jahren auch um 20% zugenommen. Das ist ganz erheblich. Und man weiß, da gibt es Vorausberechnungen, dass in den nächsten 10 Jahren, es kommen ja jetzt auch die geburtenstarken Jahrgänge, und die sind in 10 Jahren durchaus bei 60, 65, 70, zunehmen diese Erkrankungen. Die werden nicht nur um 20% steigen, sondern die werden sich sogar verdoppeln. Und wenn Sie mal gucken, 85-jährige Patienten, unfallchirurgische Einweisung, die meisten Patienten, die in die Unfallchirurgie kommen, im Alter 80, 85 Jahre, wir haben eine hüftgelenknahe Femurfraktur. Selbstständigkeit ist im Grunde genommen ganz erheblich eingeschränkt. Das ist ein Unterschied, ob man auf den Arm fällt und sich den Arm bricht oder ob man auf die Hüfte fällt und sich die Hüfte bricht. In diesem Alter sind die Patienten anschließend ganz erheblich in ihrer Lebensführung, in ihrer selbstständigen Lebensführung eingeschränkt. Die Pflegebedürftigkeit nimmt zu. Wir haben Kostenanstiege für die Pflege, die ganz erheblich sind. Und wir haben im Moment so Gesamtkosten, die sich auf 1 Milliarde Euro im Jahr für diese Erkrankungen hier in Deutschland belaufen. Und es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir hier, das muss man auch sagen, neben der Unfallchirurgie auch noch eine Klinik für Geriatrie haben und wo wir diese Patienten, die praktisch auch diese hüftgelenknahen Femurfrakturen haben, zeitnah in die Geriatrie verlegen können. Weil das Problem ist ja nicht nur der Schenkelhalsbruch zum Beispiel, sondern das sind die Begleiterkrankungen, die der ältere Patient mitbringt. Und wenn man diese Begleiterkrankungen nicht gut behandelt, dann hat man zwar den Schenkelhalsbruch behandelt, aber die Begleiterkrankungen nicht gut behandelt. Und diese Leute kommen dann schlecht wieder auf die Beine und haben, wie wir neudeutsch sagen, ein wesentlich schlechteres Outcome. Also die kommen aus dem Krankenhaus schlecht wieder heraus. Die sind häufig pflegebedürftig, davor haben die älteren Leute Angst. Der Mediziner unterscheidet 4 verschiedene Krankheitsbilder bei hüftgelenksnahen Brüchen. Hüftgelenknahe Frakturen bedeutet im Grunde genommen, es gibt insgesamt 4 verschiedene Krankheitsbilder, die darunter zusammengefasst werden. Das ist einmal der Hüftkopfbruch, den Schenkelhalsbruch, den pertrochanteren Oberschenkelbruch und den subtrochanteren Oberschenkelbruch. Das sind im Grunde genommen die 4, die zu diesen hüftgelenknahen Frakturen dazugehören. Zu den Ursachen. Was führt dazu? Was führt zu so einem Bruch? Klar, der Unfall führt zu dem Bruch. Aber die Ursachen sind bei einem jungen Patienten und bei einem älteren Patienten völlig unterschiedlich. Ja? Und zwar ist es so, dass bei einem jüngeren Patienten meist Hochenergieverletzungen vorhanden sind. Das heißt, der Knochen ist ja stabil und der bricht auch nicht ohne weiteres. Und das sind auch keine Verletzungen, wo nur der Schenkelhals gebrochen ist. Bei den Jüngeren in aller Regel nicht. Was soll der gemacht haben? Ja, das sind meist Hochenergieverletzungen. Das heißt, man muss richtig Gewalt aufwenden, um den Knochen letztlich zum Brechen zu bringen. Das sind häufig Verkehrsunfälle. Anderer Unfallmechanismus, der Absturz aus großer Höhe zum Beispiel. Sportunfälle. Völlig anders ist das beim alten Patienten. Der stürzt aus dem Bett, der fällt vom Stuhl und rutscht vom Stuhl und bricht sich den Schenkelhals. Das Alter an sich ist sicherlich auch so ein gewisser Faktor, der eine Rolle mitspielt. Es gibt dann auch noch die sogenannte Spontanfraktur. Osteoporose ist auch ein Thema. Und die pathologische Fraktur vielleicht noch zuletzt. Das heißt, man hat eine Grunderkrankung, einen Tumor. Dieser Tumor kann ja auch mal Knochenmetastasen setzen. Der Knochen wird instabil und damit kommt es zum Bruch. Das wäre beim älteren Menschen auch noch so eine Ursache für die hüftgelenknahen Femurfrakturen. Um nun eine zutreffende Diagnose des Bruches erstellen zu können, stehen die Befragung des Patienten und seine klinische Untersuchung zur Verfügung, das Anfertigen von Röntgenbildern und wenn der genaue Befund dann immer noch unklar sein sollte, auch eine Untersuchung im Computertomographen.
So, jetzt gibt es unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten. Das ist in der Chirurgie eigentlich auch immer relativ einfach. Entweder die konservative Behandlung oder die operative Behandlung. So, nur die Frage ist, was macht man denn nun im Einzelfall? Wir haben also die Möglichkeit, wenn wir operieren, das Ganze zu verschrauben. Die nächste Möglichkeit wäre, das auch mit einer Schraube und mit einer Platte zu machen. Dieses Konstrukt nennt sich dynamische Hüftschraube. Dann, ganz beliebtes Instrument, was wir zur Verfügung haben, einen Nagel einzubringen. Das ist das, was eigentlich, ich will es schon sagen, tagtäglich gemacht wird bei dieser Art von Verletzung. Das ist eine ganz häufige Sache, die wir verwenden. Und der Gelenkersatz. Das ist also eine Möglichkeit, sozusagen diese Problematik zu lösen. Wichtig dafür, was wir letztlich machen, sind meines Erachtens drei Dinge. Das ist einmal die Lokalisation des Bruches, dann die Morphologie des Bruches, das heißt die Form des Bruches. Es kann ein Bruch sein, der instabil ist, der sozusagen auseinanderfällt, dass der Knochen überhaupt nicht mehr hält. Das kann ein stabiler Bruch sein. Das kann ein Bruch sein, der aus vielen Bruchstücken besteht. Das kann ein Bruch sein, der eine Trümmerzone hat, sodass man von vornherein weiß, da wird so manche Schraube, die man einbringen könnte, bei einem anderen Patienten überhaupt nicht halten. Und dann an dritter Stelle, glaube ich, kommt das Alter des Patienten. Im Folgenden stellt der Herr Bollhöfener die vier Arten von Brüchen vor, in die man die hüftgelenksnahen Frakturen einteilt. Während der Hüftkopfbruch mit einem Anteil von unter 1% nur sehr selten vorkommt, sind die anderen Arten häufiger zu finden. Der Schenkelhalsbruch liegt in diesem Bereich. Und der ist häufig und der ist wichtig, wenn man den jetzt bespricht. Und da will ich es auch mal so ein bisschen klar machen, welche unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten es da gibt. Und da gibt es tatsächlich ganz unterschiedlich. Und zwar gibt es bei dem Schenkelhalsbruch einmal eine Einteilung nach Pauls. Der hat das ganz einfach gemacht. Und zwar hat der im Grunde genommen eine horizontale Linie auf das Röntgenbild gezogen und hat dann sozusagen die Bruchlinie mit einer zweiten Linie markiert. Und dann gibt es ja zwischen dieser horizontalen Linie und der Bruchlinie, der Hauptbruchlinie, gibt es einen Winkel. Und er hat gesagt, wenn der Winkel klein ist, bis 30 Grad, dann nennt man das Pauls 1. Und wenn er zwischen 30 und 50 ist, Pauls 2. Und wenn es ganz steil ist, Pauls 3. Was ich damit nur sagen will, ist, die Beschreibung soll Folgendes machen. Dieser Bruch, der recht flach ist, also 30 Grad, der ist auf der anderen Seite auch relativ stabil. Das heißt also, das hat sozusagen einen gewissen Prognosefaktor. Ist etwas stabil oder ist etwas nicht stabil? Und das soll damit beschrieben werden. Dann gibt es die zweite Klassifikation, das ist die nach Gaden. Das meint im Grunde genommen, wir haben hier nochmal die normale Anatomie, physiologisch genannt. Wir haben dann hier eine Gaden-1-Verletzung. Da ist Folgendes passiert, dieser Hüftkopf ist auf den Hals eingestaubt. Der sitzt fest drauf. Wenn das nicht eingestaubt ist und wir haben nur den Schenkelhalsbruch, hat er das Gaden-2 genannt. Und wenn das Ganze jetzt auseinandergeht, dann ist es Gaden 3 und wenn das praktisch keinen Knochenkontakt mehr hat, dann ist das Gaden 4. Was machen wir mit diesen Brüchen? Generell können wir Schrauben einbringen, wie ich es gezeigt habe. Wir können eine Platte machen oder wir können eine Prothese machen. Haben wir einen jungen Patienten mit einer Schenkelhalsfraktur? Da würden wir auf jeden Fall den Hüftgelenkerhalt ins Auge fassen. Und wir machen das mit Schrauben oder wir machen das mit einer Schraube und einer Platte. Beim alten Patienten sieht es anders aus. Da machen wir in der Regel nicht den Erhalt des Hüftgelenkes, sondern wir ersetzen das Hüftgelenk mit einer Prothese. Und das ist im Grunde genommen dieselbe Prothese, die wir auch beim Verschleiß verwenden. So verwenden wir die auch bei der Fraktur. Und dann machen wir es so, dass wir die Endoprothese, die Totalendoprothese, bei Patienten implantieren im mittleren Lebensalter. Ich sage jetzt mal so 55, 60. Da fangen wir mit der Prothese an und zwar in der nicht zementierten Form. Man kann ja davon ausgehen, dass in dem Alter die Knochensubstanz eigentlich noch recht gut ist. Und so kann man bei diesen Leuten guten Wissens eine nicht zementierte Prothese implantieren. Die verblockt sich in dem Knochen, der Knochen ist noch vital genug, kann in die Prothese einwachsen und da hat man gute Ergebnisse damit. So, bei den älteren Patienten, die jetzt zum Beispiel 75, 80 Jahre alt sind, auch da macht man eine Hüft-Totalendoprothese dann, würde die aber in der zementierten Form machen. Damit hat man auch wieder eine stabile Verbindung zwischen der Prothese und dem Knochen. Und die noch älteren Patienten, die das haben, und das ist eigentlich der häufigste Fall, das ist das, was ich eben sagte, 85 aufwärts, die bekommen eine sogenannte Duokopfprothese. Zusammenfassung für die Schenkelhalsfraktur, erstmal nur Schenkelhalsfraktur. Wir können die konservative Behandlung machen,
Ja, das machen wir, wenn die Brüche eingestaucht sind. Wir können das ganze Hüftgelenk erhaltend operieren. Das machen wir bei den jüngeren Patienten. Das machen wir mit Schrauben, das machen wir mit Platten. Und auch bei den Patienten, die unverschobene Brüche haben. Da kann man das auch machen bis zum ihrem Lebensalter, 60 Jahre. Der Hüftgelenkersatz kommt in Frage, in erster Linie bei Patienten, die älter sind. Dann gibt es die beiden Möglichkeiten, zementfreie Prothese oder zementierte Prothese. Die beiden Möglichkeiten hat man da zur Auswahl. Und das häufigste Modell, das, was ich eben gezeigt habe, eben die Duokopfprothese. Das ist das, was jetzt das Vorgehen bei uns und auch allgemein so bei der Schenkelhalsfraktur ist. Wie man im Amios-Klinikum in Eifelt im Falle eines pertrochanteren Oberschenkelbruchs vorgeht, erläutert Herr Bollhöfner. Wir versorgen die hier entweder mit der dynamischen Hüftschraube oder bei den etwas komplizierteren Frakturen mit einem Nagel. Und damit diese einfachen pertrochanteren Oberschenkelbrüche belastungsstabil versorgt bekommt. Und wenn man dieses Implantat nicht überzieht, das heißt nicht anwendet für instabile Fraktursituationen, dann hält der Knochen darunter auch gut aus. Gerne machen wir es mittlerweile mit diesem Implantat, das ist der Nagel. Das wäre die Alternative im Grunde genommen. Auch mit dem Nagel kann man die sogenannten pertrochanteren Oberschenkelbrüche wirklich belastungsstabil versorgen. Jetzt kommen wir noch auf den subtrochanteren Bruch zu sprechen. Das sind meist schwere Verletzungsformen. Das ist eigentlich eine typische Verletzung, die wir heute mit dem Nagel versorgen. So, zusammenfassend folgendes. Diese hüftgelenknahen Frakturen werden zunehmen, das ist so. Das hängt damit zusammen, die Leute werden älter, die sind vor allen Dingen auch aktiv und bleiben aktiv und sollen sie auch bleiben. Aber die Knochensubstanz, die ist natürlich wie bei einem älteren Menschen. Und insofern wird der Knochen, der ja instabil ist, im Grunde genommen auch häufiger von Brüchen dann eben befallen werden. Das Ganze, muss man sagen, ist nicht so einfach, wie ich es jetzt dargestellt habe. Das ist wirklich manchmal eine Herausforderung für denjenigen, der es operieren muss. Ist aber auch eine Herausforderung oder eine Anforderung, die gestellt wird an das Implantat. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man sehen muss, der Bruch ist immer nur eine Sache. Die ganzen Lebensumstände, in denen die häufig älteren Leute ja sind, die tragen mit dazu bei, dass diese Bruchformen überhaupt auftreten. Es gibt also Nebenerkrankungen, wie wir sagen, Komorbiditäten, die dazu führen, was ich eben sagte, Bluthochdruck, Diabetes, Mellitus, das kann alles mal zur Entgleisung führen und die Patienten haben einen minimalen Unfall, stolpern und haben dann diese Art von Verletzung. Das heißt, der Bruch ist letztlich nur Ausdruck von der gesamten Lebenssituation. Das muss man auch so sehen. Hüftgelenknahe Femurfraktur ist letztlich der Oberbegriff für das Ganze. Wir haben gesehen, es gibt den Hüftkopfbruch, der ist selten. Es gibt die häufige Schenkelhalsfraktur. Es gibt die häufige pertrochantere Femurfraktur und die vielleicht nicht mehr ganz so häufige subtrochantere Femurfraktur. Konservativ. Das gilt aber nicht für die per- und die subtrochantere Femurfraktur und die dislozierte Schenkelhalsfraktur, sondern das gilt für die eingestauchten Frakturen. Da kann man sowas auch mal konservativ machen. In der Regel ist es aber operativ und bei der Operation gibt es eben unterschiedliche Verfahren, von Schraube über Nagel bis hin zur Prothese. Abhängig ist das Ganze, das kann man sich vielleicht merken, von der Lage und Form des Bruches und vom Patientenalter. Und das haben wir ja auch deutlich gemacht. Der Hüftgelenkerhalt durch Schrauben und Platten, sicherlich auch bei Patienten, die so 65 sind, maximal 70, wie gesagt, dann wird es kritisch, dann sollte man eher auf den Hüftgelenkersatz übergehen, also ich nenne es jetzt mal 70 plus, die Leute kriegen bei diesen Frakturen doch eher die Prothese. Und den Hüftgelenkerhalt wieder bei allen Frakturen, die unterhalb der Schenkelhalsebene gelegen sind, also per- und subtrochantere Frakturen, da gibt es keine Prothese. Diese Frage stellt sich für mich gar nicht, ich würde da den Nagel reinmachen. Also im Grunde genommen 3-1, wenn man jetzt einfach mal so sieht, was man machen kann. Aber das Ganze stimmt nicht ganz. Nach Lage und Form der Brüche kann man sagen, eher hüftgelenkerhaltend. Aber da die Schenkelhalsfrakturen gerade beim älteren Menschen so häufig sind, hält sich das Ganze in die Waage. Nur bei den einzelnen Erkrankungen ist es eben 3-1. Das heißt also, nur bei den Schenkelhalsfrakturen kommt überhaupt die Prothese letztlich in Frage.